Fuller. Ich habe für Sie einen Auftrag von größter Wichtigkeit. Wo starren Sie hin? Dieses wunderbare Gemälde. Dieser Maler hat die Boshaftigkeit dieser alten, verbitterten Schachtel perfekt umgesetzt. Das ist meine Frau. Sehr, sehr apart. Claudine, brauchen doppelten Whisky. Kennen Sie einen gewissen Baron Tranchant? Ja, der Milliardär mit den Partys in Saint-Tropez. Madame Tranchant hatte Morddrohungen im Briefkasten. Und gestern wurde ihr Florid sabotiert. Ist sie tot? Einer ihrer Gäste hatte sich den Wagen ausgeliehen. Scheiße! Ich verstehe, alles klar, dann ist er derjenige. Er ist unverletzt davongekommen. Ja, mal schade. Dann hat's den Florid erwischt. Darf ich dir vorstellen? Inspektor Fuller! Warum holst du denn einen Bullen ins Haus? Nein, 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 nein. Er wird doch unser neuer Butler. Den Gästen wird das gar nicht auffallen. Einer von ihnen ist der potenzielle Mörder. Was? Und ich werde ihn entlarven. Das Geld. Ich will anfangen zu drehen. Eins schwöre ich dir. Die Olle mache ich kalt. Mein bester Freund, wir kennen uns seit unserer Kindheit. Du bist verrückt. Claude kann hier jederzeit auftauchen. Du kennst seine Eifersucht. Der Baron, der Miezekater, wird betrogen. Und das ist ein handfestes Motiv. Und weiß er davon? Oh nein, ich glaube nicht. Wenn er nicht weiß, dass er betrogen wird, wo ist dann sein Motiv? Ach so. Ja, Boss, da haben Sie recht. Sehen Sie, bei schönem Wetter sieht man bis nach Monaco. Wer war das? Das war ein Anschlag und der galt womöglich mir.